Hallöchen, da sind wir wieder mit einer frischen Folge Shakes and Fidget. Wir haben immer noch Epic Event. Heute sind wir schon durch mit der Alu. War kein guter Tag. Die letzten Quests waren richtig räudig und da gab es so gut wie kaum XP. Aber wir schauen mal, was es sonst noch so Spannendes gab, weil wir hatten einige Kämpfe, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Die muss ich erstmal noch in die richtige Reihenfolge bringen. So müsste es jetzt passen. So, da haben wir gestern noch gegen das Höllenwesen gekämpft. Ein Stärkegegner mit 377er Stufe. Das heißt, da sind wir noch einige Stüfchen drüber. Allerdings hat er schon ordentlich was an Stärke und Ausdauer. Schon fast 100 Millionen Leben. Und haut mal so richtig rein. Und da dachte ich schon, oh, den Kampf gewinnen wir auf keinen Fall mehr. Wir sind schon hier fast tot. Der hat noch zwei Drittel Leben gehabt. Aber da hauen wir mal ein paar Crits raus, weichen aus und drehen das Ganze nochmal. Da habe ich mich gefreut so ein bisschen. Und als nächstes kam denn der Hexor. Selbe Sache. Hat ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr von allem. Haut ein bisschen mehr Schaden raus und hat uns dann auch ein bisschen toter gemacht. Dann hatten wir da eine Revanche. Ein gutes Stündchen später haben wir es nochmal versucht. Und da gucken wir uns mal den Kampf an. Da weichen wir dann ein bisschen mehr aus, werden auch nochmal getroffen. Und ja, ein recht spektakulärer Kampf war das jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Aber wir gucken mal, wie es noch weitergeht. Ach, also eigentlich ist ja die Aufnahmefunktion von den Kämpfen eine gute Sache. Aber im Grunde fiebert man mit, wenn man den Kampf das erste Mal sieht. Wenn man schon weiß, wie er ausgeht, dann ist irgendwie so, ja, ist halt ein Kampf, wa? Ja, gab ein paar Handschuhe, die hatten auch nicht viel Kohle, aber ich glaube, gestern waren noch Handschuhe beim Dingsbums, von daher konnten wir ja noch weiterverwerten. Hier wieder ein Geschickgegner, wo wir komischerweise jetzt mal wieder mehr Schaden machen wie der. Und, na okay, wir haben ein bisschen weniger Leben, aber mal gucken, wir hauen hier jetzt schon 7 bis 11 Millionen, jetzt nochmal 10 Millionen Crit raus und 16, okay, da trifft gar nicht mehr. Das war ein kurzer Besuch von den drei Wünschen, die konnten einfach nicht genug ausweichen, von daher war es das. Ja, wenn wir hier mal gucken, gegen den Intelligenzgegner, da haben wir immer noch sehr gute Chancen. Er crittet recht oft, wir zwar auch. Wenn er noch einmal mehr gekrittet hätte, wäre er weg gewesen, aber so konnten wir das Ding noch drehen. Dann hatten wir hier das Kätzchen, wieder ein Geschickgegner, können wir mal kurz vorspulen, haben wir verloren. Aber dann uns nochmal versucht zu revanchieren. Und da müssten wir gewonnen haben, genau, gab es eine Brustplatte für sehr wenig Gold und schick. Ist das Ding so? Dann haben wir hier wieder einen Magier, da können wir uns den Kampf mal ganz angucken. Wir kritten zum Anfang, dann hier nochmal und nochmal. Sehr kurzer Kampf, könnte auch ein bisschen länger sein. Aber naja, ich würde mir auch gerne die Kämpfe bei anderen Leuten angucken, aber das ist halt Problem. Die erste Hälfte des Kampfes ist oft völlig egal. Das kommt halt auf die letzten zwei, drei Schläge an und bis man bei denen ist. Dauert es halt ewig. Hier wieder Magierkampf, schön schnell, gab 10 Millionen Brustplatte. Dann haben wir hier kloppdiwupp, ein Stärkegegner. Hier, also ob wir jetzt die ersten drei, vier Treffer landen oder ausweichen, spielt gar keine Rolle. Also selbst bis jetzt ist es eigentlich noch egal. So, ab jetzt fängt es an, spannend zu werden und da blockt er. Hier wird gekrittet. Das ist schon echt spannend hier. Da weichen wir dann aus und treffen. Das nenne ich einen spannenden Kampf. Aber der Anfang ist doch jetzt nicht, also ihr, wo er am Anfang die ersten 8 Millionen verloren hat. Selbst wenn ich die, wenn er die geblockt hätte, hätte es hier beim Ergebnis gar nichts geändert. Oder wenn er uns am Anfang noch 7 Millionen abgezogen hätte, wäre es auch egal gewesen. Hätte am Endergebnis nichts geändert. Aber halt wirklich dann so, also sobald, also das erste Viertel eigentlich, die kann man sich immer total schenken. So, hier fehlten, ja, da habe ich so lange nicht gekämpft oder hatte ich. Weiß ich jetzt gar nicht. Oder ich vergesse den Kampf zu speichern. Wer weiß. So hier, dass er jetzt hier am Anfang gekrittet hat und hier nochmal trifft und er ausweicht, spielt null eine Rolle. Besonders hier bei Geschickgegnern, die da macht man ja ganz gerne mal hier dieses Ping-Pong mit ganz oft Ausweichen, dass der Schaden dann auch extrem ansteigt mit den Schlägen, die danach kommen. Das ist halt, ja, da ist der Anfang dann noch unwichtiger. So, und jetzt wird es halt schon mal interessant, ob wir jetzt nochmal treffen, dann würden wir gewinnen, tun wir nicht, wir weichen nochmal aus, das ist schön.
Lass uns noch mal treffen, das ist gut. Und da kommt ein vernichtender Crit. So, und dann haben wir schon den Kampf von eben gerade, den wir auch ganz knapp gewonnen haben, glaube ich. Ein schöner Magierkampf wieder. Und da haben wir zum Glück gekrittet. Aber ich glaube, na, nicht kritisch hätten wir den noch nicht gewonnen. Aber die XP und das Gold, das ist echt noch verdammt wenig. Also ich würde mir ja wünschen, dass es hier irgendwie im Wirbelwind ein bisschen mehr gibt. Also es muss ja nicht irgendwie super schnell an das Cap von 300 Millionen XP gehen, aber ein bisschen schneller steigen sollte es schon. Also ich finde, man sollte durch so ein Dungeon na wenigstens 10% von seinem einer ganzen Stufe kriegen. Und wenn wir mal gucken, hier brauchen wir 1,5 Milliarden, also wenn wir 150 Millionen kriegen würden mit einem Kampf, den wir gewinnen, wäre es schon mal schön. Und selbst wenn es dann halt auch so berechnet wird, dass man halt, kann ja auch gerne, wenn man niedrigere Stufen hat, auch weniger geben, halt, dass es so wie bei den Pets ist. Also da hat man ja auch bei den Habitaten, je nachdem, welche Stufe man hatte, mehr oder weniger XP bekommen. Was ja gar nicht mal so verkehrt war. Aber hier bei dem Wirbelwind irgendwie fehlt da so ein bisschen was. Ja, und ich bin halt mal gespannt, wie es hier weitergeht. Wir haben jetzt hier die 463. Ich habe jetzt bei so ein paar anderen YouTubern, hier bei Blacky oder so zum Beispiel, geschaut. Der hat, na, der ist schon ein paar Stufen höher wie ich. Ich glaube, zwei Level war der. Aber hat natürlich auch fette Attribute mehr, weil der irgendwie schon Jahre länger gezockt hat. Irgendwie, was weiß ich, 35.000 Hauptattribut und 27.000 Ausdauer. Und selbst der ist dann hier, glaube, na, was hat er noch geschafft? Ich glaube, noch 20 Etagen oder so. Und dann war bei dem auch Ende. Und hier bei uns in der Gilde, glaube ich, hängen die bei 69 oder so. Von daher mal gucken. Morgen werden wir da vielleicht schon an unser Limit kommen. Kommt natürlich darauf an, wie viele Kämpfe man hier immer auch so verliert. Ich habe heute extrem viel Glück gehabt hier. Nur zweimal was verloren. War ganz okay. Mal gucken, ob es morgen so weitergeht. Vielleicht speichere ich dann auch die ganzen Niederlagen gar nicht mehr, wenn es zu viele werden. Aber mal gucken, was da so rauskommt. So, gibt es noch eine Flimmerkiste? Nö, leider nicht. Schade. Boah, gab das letzte Video keine Lucky Coins. Ey, was ist denn das für eine verpiepte Scheiße? Weil die 6100. Ah, nee, doch, ich hatte schon weniger. Das gab doch Lucky Coins. Ich nehme alles zurück. Es ist super schön. Weil jetzt kann ich drehen und bleib über 6000 und das war mir eigentlich mal wichtig. Und wir gucken mal, was es so Schönes gibt. Die XP nehmen wir gerne mit, um noch ein bisschen zu leveln. Warte mal, waren heute Waffen nicht hier? Genau. Oh, 5 Millionen. Gucken, wie ist denn die Waffe so? Plus 43 Schaden und Geschick und mit Sockel. Wäre eigentlich ja auch mal fast zu überlegen, das Ding anzulegen. Mal gucken. Wir würden. Na, warte mal, wenn wir mal jetzt hier flugs mal die Ausdauerwerte addieren und die Geschickwerte mal 2, sind wir bei 2452. Also Glück lasse ich mal nebenher, das zählt ja nicht so viel. Und den Sockel ja auch, weil da können wir eh noch was reinsockeln. Minus 2112. 340. Das heißt. 340 Geschick oder Hauptattribute oder Attribute, also Geschick und Ausdauer, würden wir minus machen. Allerdings würden wir 34 Schaden hinzubekommen. Wenn wir hier auf die Formel gucken, da ist ein Punkt Schaden so viel wert wie 10 Punkte Geschick in etwa. Da ist noch ein bisschen komplizierter das Ganze, mit je weiter es auseinander ist und so. Aber trotzdem ist das erstmal, würde ich sagen, wäre die Waffe besser. Würde ich also gerne anlegen. Allerdings haben wir keinen Sockel, den wir nehmen könnten, um den auszutauschen. Und wenn wir einen Sockel hätten, würden wir erstmal die zwei Sachen nehmen. Und wir kriegen halt 5 Millionen, von daher verkaufen wir das Ding einfach mal. Und Skillen Ausdauer, damit haben wir jetzt wenigstens die 17.800 wieder erreicht. Eine schöne Grenze, obwohl ich gerne das jetzt wieder auf über 18.000 hätte. Das wäre aber auch immer noch schön. Und da haben wir auch noch ein bisschen Gold bekommen. Sehr nice. Können wir noch ein bisschen skillen. Und gibt es jetzt hoffentlich zwei oder drei Punkte? Ha, drei Skillpunkte für einmal skillen. Sehr, sehr schick. So, damit haben wir jetzt nochmal 6 Punkte Ausdauer hinzubekommen. Und dadurch auch nochmal ein bisschen Leben.
Müssten, naja, ein bisschen über 10.000 gewesen sein. Habe ich jetzt nicht genau aufgepasst, aber trotzdem schick. Und ja, ich habe eigentlich gehofft, dass wir heute den hier umboxen. Aber da haben jetzt schon hier ziemlich viele Leute, waren schon dran. Wir können mal gucken hier. 1, 2, 3, 4. Die zwei, die hier schon länger weg sind, oder hier Crunchy zähle ich mal auch nicht mit. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute könnten noch angreifen, aber der hat noch 2%. Und das wird echt eng. Also da, also wir können ja mal gucken, wie viel Leben der noch hat. Also wer noch viel Schaden machen könnte, wäre Roxy. Mickey wurde noch gut reinhauen. Hier Toli, Tohi. Der macht auch noch ein bisschen was an Schaden. Aber wenn die alle jetzt so 10 Millionen reinhauen, wäre es gut. 5 Millionen sind eigentlich so gut wie sicher. Aber 20 sind schon echt selten. Und dann kommen halt noch hier unten die zwei, drei anderen. Wo auch natürlich einer nochmal so 5 Millionen schaffen könnte. Aber eher schwer. Aber wir versuchen es mal einfach. Wir gucken uns den Kampf mal an. Und schauen mal, wie es läuft. 50 Millionen hat er noch. So, mal gucken. Drei Schläge. Sehr schön. Oh. Ah. Da hat uns ein bisschen Ausdauer gefehlt. 3 Millionen. Aber wir haben gut abgezogen. 20 Millionen abgezogen. Jetzt noch 33. Das sollte schaffbar sein. So. 33 Mille hat er noch. Also wenn unsere Chefin wieder so ordentlich reinhaut, also gestern hatte wer, oder war es heute Morgen? Ich glaube, Knuffi hatte irgendwie 30 oder 31 abgezogen. Das war richtig fett. Aber mal gucken, wenn wir jetzt hier noch einen guten Versuch von einem von den beiden haben. Oder, also wie gesagt, von denen, die noch über 390 sind. Also eigentlich sollte der heute noch liegen. Wenn jeder 5 Millionen von denen abzieht, dann haben wir hier unten noch, na, der zieht dann auch nochmal 2, 3 Millionen ab. Hier auch nochmal. Hier auch. Also die hier unten sollten alleine zusammen ja auch schon mal 10 Millionen mindestens abziehen. Und dann haben wir noch die vier hier oben. Die müssen sich 20 teilen. Oder 23. Ja, der liegt heute noch. Definitiv. Da wird noch einer warten, dass er so richtig schön dann zum Tatort spannend den Kampf machen kann. Ist ja auch Sonntag, da spielen ja nicht alle hier. Wenn wir mal gucken. Hier 11 Uhr online gewesen, 17 Uhr. Vielleicht warten die auch noch, wollen heute noch ein bisschen Epic-Event machen. Oder halt offen ordentlich einen Edelstein. Ich habe ja auch gehofft, hier in der Edelsteinmine kriege ich was Gutes. Ich hatte einen Edelstein mit sage und schreibe 685 an Attributspunkten. War allerdings ein Glücksedelstein. Also war die Freude recht kurz und der wurde verkauft. Sonst wäre natürlich richtig schön gewesen, hätte man ja gut was Neues noch anlegen können. Aber das vielleicht morgen. Und jetzt stellt euch mal vor, ich hätte hier meine Edelsteinmine hochgezogen auf Stufe, was weiß ich, 19 oder 20 und oder 18 und könnte irgendwie nur einmal am Tag einen Edelstein suchen. Und dann ist das ein schlechter Edelstein. Oh, das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Von daher, also drei Edelsteine am Tag, finde ich, braucht man schon, um sein Equipment hier halbwegs aktuell zu halten. Vielleicht, wenn wir jetzt mit den Wirbelwinddingern irgendwo an einem Level sind, wo es nicht mehr ordentlich weitergeht, die ganzen Portale durchhaben und echt nur noch langsam spielen, zu Epics Event und keine neuen Rüstungen mehr holen. Aber selbst dann kann ich mir echt nicht vorstellen, dass man die paar Punkte, die der Edelstein besser wird, dafür opfert, nur noch einmal am Tag, wenn überhaupt, oder alle 2 Tage einen Edelstein suchen zu können, je nachdem, wie viele Ressourcen man kriegt. Also bevor ich die Edelsteinmine hochziehe, muss ich ja mindestens hier die beiden Dinger auf 20 haben. Die Mauer auf 20, die Dinger hier auf 15, dass mich halt keiner mehr überfallen kann und ich keine Ressourcen mehr für was anderes ausgeben kann und vielleicht auch noch die Kaserne hochziehen, obwohl die ja nicht so viel Ressourcen schluckt. Also man muss sicher sein, dass er nicht mehr angegriffen wird und dann, okay, liegen auch nicht mehr viele Ressourcen rum, weil man ja alles immer für die Edelsteinsuche ausgibt. Die erste Zeit geht es vielleicht noch gut, weil wenn man hier so weit drüber ist, ist es okay. Da hat man erstmal kein Problem, aber wenn man dann irgendwann nicht mehr so weit drüber ist, das baut sich ja irgendwann ab, was man hier sich alles gesammelt hat. Dann greifen vielleicht auch noch mal andere an, nehmen ein paar Ressourcen weg, man muss irgendwelche Bogenschützen oder Krieger nachbauen.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich lohnt, das Ding höher auszubauen, aber da schauen wir mal, was es so in Zukunft noch gibt. Genau, so hier ist alles schick. Gucken wir nochmal, ob wir was ins Klo geschmissen haben. Da haben wir wieder eine Flimmerkiste. Ja, sind schon bei 200 und haben noch 7 Epics übrig. Ich denke mal, morgen werde ich die Kette reinwerfen. Dann ist die auch weg und dann haben wir hier noch die ganzen Epics mit Sockel, wo dann vielleicht auch unsere Begleiter die nehmen könnten. Darüber mache ich mir dann mal Gedanken. So, dann nochmal ins Single-Portal rein. 64%, gestern hat er sich hochgeheilt um 1%. Mal gucken, wir müssen den auf 340 mindestens runterhauen, dass er sich nicht hochheilt. Alles, was drüber hinweg geht, ist schön. Oh fuck, wenn er uns jetzt noch einmal heftig krittet oder schwach krittet oder trifft, ist vorbei und och, ey. Sag mal, die letzten Schläge, da noch zwei, dreimal ausweichen, ey. Okay, wir haben unseren Soll erreicht, der sollte jetzt wieder bei. Naja, ist er bei 63? Ich vermute mal 63, 62 wäre, glaube ich, zu schön. Ah, ne, doch, 62 ist er. Immerhin, ein bisschen was haben wir geschafft. 1% in 2 Tagen. Super. Naja, mal gucken. Dafür gibt es dann vielleicht auch wieder Tage, wo wir dem 10% runterhauen. Ist doch auch noch schön. So haben wir jetzt noch ein bisschen Spannung. Gucken wir mal kurz. Arena müsste noch schon durch sein. Genau, da ist alles schick. Ja, Festung nervt halt nur wegen den ganzen Meldungen immer hier, wurde überfallen oder so. Aber ansonsten ist alles schön soweit. Genau, ich wollte ja nochmal auf den anderen Server gucken. Den habe ich jetzt natürlich nicht offen. Das war wie. Ach, was war das denn? 13? Ich glaube ja. So, Post. Goldgilde. Hast du Lust, hier auf dem Server in einer Goldgilde zu spielen? Nie. Ich werde auf dem Server hier nicht spielen. Jo. Freuen, wenn du antworten würdest. Was soll ich denn antworten? Oh, da kann man nichts drauf antworten. So, Ehrenhalle. Schauen wir mal rein, wie es hier läuft. 27, 28, 29 haben wir schon. Okay, dafür. Gestern waren wir so bei 24, wo wir reingeschaut haben. Hier haben wir auch noch einen 29er. Da werden heute auf jeden Fall die ersten schon mal richtig weit drüber hinweg gehen. Wir schauen mal, wie es in der Festung aussieht. Guckt, da schon die ersten Leute auch richtig fett was investiert haben und auf jeden Fall hier El Cruncho hat richtig gut gelevelt, so wie es ausschaut und schon richtig viele Gebäude gebaut. Das ist nicht schlecht. Und ansonsten sind hier einige dabei, die jetzt gerade erstmal so über die Stufe rüber sind. Die haben gerade erstmal ihre. Mal 10 Punkte gibt es doch, wenn man die Festung baut. Genau. Also das ist ja das erste Ding. Also die hat man recht schnell. Und 11 Punkte sollte eigentlich Standard sein, weil da kriegt man ja auch noch hier, wenn man die Holzfällerhütte kostet ja auch nur Gold. Also man kann die Festung gleich bauen für 100 Gold. Und dann hinterher die Holzfällerhütte. Und für den Steinbruch braucht man ja schon 22 Holz. Und da kommt es dann natürlich darauf an, wie viel Glück hatten die jetzt schon beim Glücksrad. Die hatten Freitag, Samstag und Sonntag. Also dreimal drehen. Und wenn man jetzt mal schaut hier, die hätten einmal, wir können ja mal gucken, auf dem großen gibt es da zwei. So, ich will jetzt nur sehen, wie viel Holz oder Stein es gibt, wenn man auf was Großem kommt. So, 2 Stück, genau. Das heißt, wenn die 20 mal gedreht haben, haben die 4 Holzstücken von dem großen und 2 von dem kleinen. Das machte 6. Die hatten 3 Tage oder 2 Tage auf jeden Fall. Also 12 Holz haben sie schon. Das andere ist innerhalb von einer Stunde oder so gesammelt. Steht es hier schon? Nee, aber ich glaube, die gaben ein bisschen was. Da muss ich mal kurz nachschauen. Das ist echt schon so lange her mit Festung. Holzfällerhütte macht. Oh, Entschuldigung. Verdammt, tut mir leid, wenn eure Ohren gerade rausgeflogen sind. So, wo steht denn das hier? Wie viel? Ah, hier, 150 Holz die Stunde. Okay. Also, das ist echt in ein paar Minuten dran. Und dann kann man schon den Steinbruch bauen. Der ist, glaube ich, auch dauert 15 Minuten, das Ding zu bauen. Und dann kriegt man 50 Steine die Stunde.
Dann sollte man rucki-zucki weiterbauen. Ups, falscher Server. Dann könnte man Arbeiterquartier, kann man glaube ich auch schon auf Stufe 1 bauen. Muss ich mal kurz gucken. Genau, geht auch schon ab Stufe 1, kann man das gleich bauen, dann kann man das Ding entweder hochziehen oder man baut schon gleich die Festung aus, wenn man hierzu genug hat. Wenn man die Ressourcen sich anschaut, könnte man da eigentlich gleich die Festung ausbauen. Die dauert am Anfang auch nicht so lange. Ich glaube, es wäre auch die schlauste Variante, bevor man hier, weil die Ressourcen für Arbeiterquartier 2 braucht man fast eine Stunde, bis man die zusammen hat. Und dann kann man in der Stunde lieber die Festung ausbauen lassen. Dann sammelt man ja in der Stunde schon Ressourcen und kann dann gleich erstmal Holzfällerhütte 3 ausbauen. Nee, Holzfällerhütte und so alles auf Stufe 2. Oder halt, wenn man es eh mit Pilzen macht. Ah, da gibt es die verschiedensten Taktiken. Zumindest Arbeiterquartier ist am Anfang noch nicht ganz so wichtig. Aber wenn man dann die Sachen so auf 4, 5 hat, dann sollte man noch Arbeiterquartier hinterherziehen. Dann kostet es ja auch nicht und verkürzt halt dann die Bauzeit immens. So. Hier gibt es immer noch nichts und genau, ich wollte mir noch die Gilden angucken. Fällt mir ein, da gehe ich nicht in die Gildenübersicht, in die hier sowieso nicht. In diese hier meine ich. Weil da gibt es hier natürlich schon einige Gilden, die hier ordentlich gekämpft haben, aber wie gesagt, die Gilden werden es erfahrungsgemäß nicht schaffen, hier oben zu bleiben. Also die hier unten vielleicht, die hat schon 22 Member. Und die haben auch schon 20, da ist okay, da kann man mal einen Kampf machen oder so. Aber hier so mit 11 Member weiß ich nicht, ob das sich so lohnt. Gucken wir mal hier. Alles polnisch, da versteht man nur die Hälfte. Aber auch okay. Ich gucke mir trotzdem jetzt die Leute lieber mal hier an, wie die hier oben in den Charts sind. Da haben wir hier die Happy Hour Gilde, da sind hier recht viele vertreten. Gucken wir da mal rein. Die hängt hier noch im Gildendings sehr weit unten rum, weil sie natürlich keine Kämpfe und nichts macht. Hat auch nur 8 Leute. Das sieht echt nicht nach so einer tollen Gilde aus mit vielen Leuten. Ich dachte, die wäre. Da wären jetzt viel mehr drin, aber selbst bei so einer Anfangsgilde sollten mindestens 10 Leute oder 15 Leute hätte ich da jetzt schon erwartet. Gucken wir mal bei den Drachenjägern. Die haben wir hier auch ein paar Mal. Da haben wir jetzt schon 24 Leute. Das sieht schon besser aus. Die sind an der Grenze hier 25. Da muss man ja auch anfangen, ordentlich Pilze reinzustecken, dass die Festung weiter ausgebaut wird. Gucken, Goldschatz haben sie 20. Lehrmeister schon 42. Also auch schon ordentlich Pilze investiert. Und haben auch noch Pilze in der Gildenkasse. Von daher ist hier alles okay. Und scheint auch gut zu laufen bei denen hier am Teamspeak und so. Durchschnittsstufe ist auch 25, das ist schon mal schick. Gucken mal, was gibt es denn hier noch so? Ja, hier sehe ich nur einen, aber wir gucken mal trotzdem, wie viele Leute hier in der Gilde sind. Auch nur 9, okay, müssen wir jetzt nicht weiter gucken. Drachenjäger hatten wir. Broken Dreams haben wir hier zweimal. Mal gucken, ob es da noch ein paar mehr gibt. Jo, die scheinen dann wohl auch. Recht weit vorne, oh, haben Goldschatz und Lehrmeister schon auf 100. Das ist echt Respekt, wenn die anderen noch so weit niedriger sind. Mann, Mann, Mann. Das ist, ja, muss noch. Passt. Gucken, ob wir davon noch mehr hören. Gucken wir mal hier, da sind ja auch ein paar dabei in der Ehrenhalle ganz weit oben. Und die sind 27 Leute, also bis jetzt die größte. Und haben Ausbau, wo haben wir es hier? 64 XP und 26 Gold und Festung, was hinkommt, glaube ich. Ja, Festung 0 fängt man an und hat. Oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Oder? Na, vielleicht haben sie auch noch nicht aktualisiert. Aber man braucht einen 50% Mount und Sammelalbum 15% verlangen die hier. Mal gucken, haben die das denn alle hier? Ah, 28%, ja. Der Gildenleiter. Was haben denn die anderen hier so? 11%. Ah, okay, da ist einer Gilde drunter. Sollte eigentlich nicht sein, wenn das der Gildenleiter erwischt. Aber der ist vielleicht von den Stufen auch schon ordentlich. Vielleicht hat er auch viel gespendet. Da drückt man ja auch besonders in der Startphase auch nochmal ein Auge zu. Man möchte ja nicht die hochmotivierten Spieler am Anfang vergraulen. Das könnte langfristig auch tödlich sein, wenn da irgendeiner aus einer Gilde gekickt wird.
und dann nicht mehr zurück will, wenn er dann vielleicht gewollt wird. So, hier haben wir auch noch Fairy Tales, die scheinen auch gut dabei zu sein. Und ich glaube, bei den anderen war der Bonus nicht echt. Die haben es ja erstmal nur so reingeschrieben. Aber Stufe 24 auch schon mal gut. Gucken wir mal, was hier der Gildenleiter für ein Sammelalbum hat. 38. Auch nicht schlecht. Jetzt muss ich nochmal bei den Top-Spielern gucken, wie weit die hier oben sind, so vom Sammelalbum her. 53. Oh Mann, kann das noch einer toppen? Auch 53. Nochmal. Also, das scheint hier echt so die Grenze zu sein. Und das ist auch echt super wichtig. 51 nochmal. Noch, oh, 54 haben wir hier. Das ist gut. Der holt dann bestimmt ein bisschen auf. Aber hängt natürlich auch immer von den Boni in der Gilde ab. Aber wenn wir hier jetzt vergleichen, der eine hat hier 53, der hat 33. Wenn er hier, also selbst ohne Gilde, der hat bestimmt eine, sonst wäre er nicht so weit vorne. Aber selbst wenn hier die Gilde jetzt 20% XP-Ausbau hat und der nicht, kriegen sie trotzdem beide gleich viel XP. Und da sieht man schon mal den Unterschied. Und wenn die halt in der gleichen Gilde sind, dann kriegt er einfach mal 20% mehr pro Quest. Und das macht schon ein bisschen was aus. Besonders jetzt am Anfang, da levelt man dann, also jetzt die ersten harten Grenzen sind ja wirklich die Stufe 25, die man erreichen muss, um halt die Festung zu kriegen. Und da kommt es wirklich schon manchmal drauf an, schafft man es einen Tag eher oder einen Tag später in die Festung? Weil da kann man echt schon viel bauen und Ressourcen ansammeln und so. Das ist nicht zu vernachlässigen. Und später auch die Hexe, wenn man die das erste Mal freischaltet, dass man halt hier im Zauberladen hinten auf das Buch klicken kann. Das geht ja jetzt hier noch nicht. Ist auch gar nicht mal so unwichtig. Und natürlich auch dann irgendwann die Stufe 75, wenn es mit den Pets losgeht. Weil die geben ja auch einen schönen Bonus oder allein die Pets selber, dass man da dann schon ein bisschen stärker ist, wenn man da so ein, zwei Tage Vorsprung hat vor anderen, wo man dann schon erstmal die fünf Kämpfe machen konnte, um hier, warte mal, muss noch auf den anderen rüber gucken, hier die fünf Kämpfe machen, um die Früchte zu kriegen. Oh, da fehlt mir auch noch einer. Da gucken wir mal schnell rein. Und verfüttern das Ding an unsere Mumie. Ja, also da kriegt man halt hier. Naja, sagen wir 3 bis 5 Früchte in etwa mehr, dann kriegt man durch die Quests ja dann auch noch welche. Also das gibt einen schon einen guten Boost. Und ob man halt ein paar Pets dann schon finden kann an Tagen, wo die anderen dann vielleicht noch eine Woche zu brauchen, um die zu kriegen, ist schon für einen Start besonders am Anfang wichtig, weil dann kann man sich hier schon einen schönen Vorsprung ausbauen und ist dann einfach bei den Pets schon mal eine ganze Ecke stärker. So, was ich gerade gesehen habe, wir können jetzt hier wieder einen Kampf machen. Und schauen uns den mal an. Uiuiui, der haut kritisch so viel raus wie ich mit kritisch und einem Schlag. Aber dafür bin ich Kundschafter und kann öfters ausweichen. Und bis jetzt sieht es sehr gut aus. Aber wenn er natürlich jetzt anfängt zu blocken und ich aufhöre auszuweichen, war es das. So, ich muss jetzt noch einmal kritten. Er darf jetzt nicht kritten. Komm, komm. Doch, hu. Das war knapp. Also nicht, ja, nicht super knapp, aber okay. Leider sehr schlechte Handschuhe. Schade. Also schlechte Handschuhe im Sinne von geben wenig Gold. Oh, Belzeboss ist der nächste. Und von daher müssen wir die Handschuhe jetzt verkaufen. Ich glaube, das Ding an 5 Millionen, genau, die müssen wir verkaufen, weil ich möchte ja nachher hier den Edelstein abholen und halt noch ein paar Versuche machen heute. Na, ich würde mal sagen, 4 Stück werden es noch. So. Und ich laber schon wieder hier. Ey, das ist echt schlimm, wenn man hier so einen neuen Server hat. Da guckt man sich ja den immer gerne an und philosophiert hier so ein bisschen mit rum. Ui, wo habe ich denn den Ring? Ach, stimmt, den habe ich gerade am Glücksrad bekommen. Haha. Da machen wir auch mal noch eine schöne Quest. Was gibt hier die meisten XP? Jo, 500 XP. Mal gucken, da schaffen wir immer noch kein Level Up. Aber da kann ich mit leben. Wir können ja auch mal die Sanduhr einsetzen, da habe ich ja 2 Stück. Dann können wir hier das mal gleich durchmachen. So, was haben wir hier noch? 200 XP für 42 Sekunden. Sanduhren wir auch nochmal schnell. So, und was haben wir hier jetzt? Oh, Handschuhe, die sind auch verdammt nice. Aber ich nehme mal das mit den meisten XP. Aber ich könnte natürlich vorher auch noch einen Arena-Kampf machen. Mal gucken, was wir da jetzt so haben. Aber vorher rüsten wir uns mal neu aus. Okay,
Pilze natürlich für sowas, aber wir haben auch keinen Mount und nichts, von daher ist sowieso alles Jacke wie Hose hier. Oder wollen wir uns einen Mount holen? Gucken wir mal kurz im Stall. Also den Drachen können wir uns nicht leisten. 10 Gold haben wir nicht. 5 Gold möchte ich für einen Mount nicht ausgeben und 1 Gold eigentlich auch nicht. Nee, da holen wir uns keins. Wir holen uns hier die schöne Waffe, die richtig cool ist. Damit sollten wir auf jeden Fall in der Arena dann was reißen. Schuhe holen wir uns auch mal neue. Schild, ey. Da kann man nicht Nein sagen. So, und da ist dann fast unser ganzes Gold schon weg. Und noch ein Gürtel. Plus 11 Rüstung bringt erstmal nicht ganz so viel. Gucken wir mal hier. Hier haben wir plus 2 Ausdauer. So, im Zauberladen. Schauen wir mal hier. Ringe, da haben wir natürlich jetzt schon einen. Ausdauertrank holen wir uns auch nicht. Wir skillen mal noch Stärke. Und jetzt nochmal Ausdauer. Und ach, verdammt, da fehlt uns ein Silberling. Den holen wir uns hier noch. Und zack, haha. So, wenn wir jetzt den Kampf verlieren, ist auch nicht schlimm. Aber ich würde mal sagen, gegen Stufe 1 sollten wir das Ding reißen. Mal gucken. Ist auch ein Krieger. Der hat gar nichts zu melden, selbst wenn er trifft. Hahaha. Und 6 Silberlinge, sehr schick. So, und jetzt können wir aber hier die Quest für 600 XP, wollten wir, glaube ich, machen. Genau, und damit sollten wir es dann auch schaffen, die Stufe aufzusteigen. Dann war morgen Stufe 4. Yeah, huu. So, dann, warte mal. Eingeladen hat mich hier keiner in eine Gilde, oder? Ach, dann werde ich hier wohl nicht spielen auf dem Server, wenn keiner mich in seine Gilde einlädt. Absoluten Noob. Durin der Zweite. Da hat einer wohl seine ganzen Pilze ausgegeben, um mich anzugreifen. Und auch noch verloren. Ne, ich habe verloren. Verdammt. Wieso das? Gucken wir uns mal hier einen Kampf an. So, er ist hier Stufe 2. Und hat einfach mal voll geloost. Hier ist er jetzt schon Stufe 3. Hat 34 Hauptattribut und 21 Ausdauer. Gucken wir mal, warum er jetzt hier gewonnen hat. Okay, da ist er jetzt Stufe 5, noch ein bisschen aufgelevelt hat, sehr viel mehr Intelligenz und so. Gucken, der ist immer noch Stufe 5. Ich bin da am Überlegen, ob ich mich da nicht räche. Ich hätte vielleicht meine Sanduhren aufheben sollen. So, was könnte ich denn jetzt noch auf die Schnelle machen, um mich zu stärken, mein Stufe 5 Gegner? Und der hat natürlich auch Tränke drin. Und Stärketränke, der hat es auf mich abgesehen, ey, ich sag's euch. Aber jetzt, wir haben natürlich unsere geile neue Waffe. Das weiß er ja noch nicht. So, was machen wir denn jetzt hier? So, nehmen wir noch eine kurze Quest. Da kriegen wir Handschuhe mit 2 Intelligenz. Haha. Das hilft uns dann ja auch ein bisschen. So, die haben dann mehr. Na, okay, Rüstung bringt uns bei Magier eh nichts. Aber wir können auch ein bisschen skillen. Was skillen wir noch für 60 Silber? Wir hätten gestern noch einen Trank kaufen sollen. Die sind mittlerweile auch schon so teuer, weil ich jetzt schon aufgestiegen bin. Ah, wir haben auch wieder eine Sanduhr gekriegt. Dann haben wir noch irgendein Item, was wir noch kaufen könnten, was uns was bringt. Hier 3 Ausdauer auf dem Gürtel. Ist nicht schlecht, würde was bringen. Aber für das Gold können wir auch fast die Ausdauerpunkte schon fast skillen. Hier für 1 Gold 28 kann ich auch dreimal Ausdauer skillen. Aber wir skillen erstmal nochmal Stärke, dass wir ein bisschen mehr Schaden raushauen. So, wir müssten 7 Minuten warten, das mache ich sowieso auf keinen Fall. So, hier 24 Sekunden. Oh, die sind natürlich noch heftiger, die Handschuhe. Da ziehen wir die an, um sie gleich wieder auszuziehen. Genau, jetzt haben wir auch wieder ein Gold mehr. Da können wir nochmal. Holen wir uns mal ordentlich Stärke und verkaufen mal die ganzen, oder? Na, einmal Stärke geht noch. Wir haben auch noch 10 Pilze, das ist auch okay. Glücksrad hatte ich ja gerade schon ein paar Mal gedreht. Würde ich jetzt ungern noch mehr machen wollen, aber den würde ich jetzt besiegen. Aber da muss ich noch mal gucken, was der jetzt so an Attributen hat. So, der hat 49 Intelligenz, 22 Stärke und 27 Ausdauer. Sollte ich natürlich in etwa rankommen und bis jetzt habe ich noch Hauptattribut verdammt viel weniger. Ausdauer habe ich ein bisschen mehr. Aber da muss ich noch ein, zwei Quests machen, glaube ich.
So. Die hier gibt mehr. So. So, auf Stufe 5 schaffen wir es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Da habe ich jetzt auch keine Lust, so lange zu warten. Aber 6 Ausdauer geben uns wie viel Leben? Wow. Das sind 150 mehr Leben. Da gucken wir uns dann mal gleich einen Kampf an, wie viel er uns da mal abgezogen hat. Und gucken mal, ob das was bringt. Oder kriege ich vielleicht auch gleich noch einen Orden? Mal schauen. So, nochmal Handschuhe, aber diesmal holen wir sie uns nicht. 48, nee. Aber hier. Ah, ich habe ja noch eine Sanduhr. Von daher kann ich auch ruhig die recht lange Quest hier nehmen. Nochmal überspringen. Wow, 800 XP. Der Gürtel wäre natürlich auch gut, aber ich glaube, ich nehme die 800 XP. Dann könnte ich vielleicht doch noch ein Level abschaffen. Ja, dann sind wir Stufe 5 und uns ebenwürdig, wenigstens was hier so gekrittet werden und so antrifft. Angeht, meine ich. So, Abenteuer. Ja, ich hätte mal eine Stadtwache reinhauen müssen. Das hätte mir hier noch ein paar Boni auf Attribute gegeben. So, aber erstmal skillen wir hier noch ein bisschen und jetzt Ausdauer den Rest. So, die Handschuhe verkaufen wir mal auch. Crit nehmen wir mal auch noch ein bisschen mit. Ist auch nicht verkehrt. Aber Ausdauer ist erstmal wichtiger. Na, Trank holen. Oh, wir haben noch eine Sanduhr. Warum nehmen wir die denn nicht? So, haben wir hier noch eine ganz kurze Quest. Hier 27 Sekunden. Oh, ein Schmuckstück. 3 Ausdauer. Ne, die 27 Sekunden. Ach. 3 Ausdauer sind 3 Ausdauer. Und da Stufe 5. Tada. So, 50 Silber. Wäre natürlich jetzt ein perfekter Zeitpunkt, um anzugreifen. Und ich gucke einfach mal kurz, wie wir uns da schlagen. So, da greifen wir dich mal an. Okay, das Ding reißen wir locker, allein schon die Waffe. Die hat es vorhin gebracht, dass wir die gekauft haben. Das war ein richtig gutes Ding. Den ganzen Stress hier völlig umsonst gemacht. Ha, bisschen Ehre gewonnen. Keine XP bekommen, das ist schade, aber das ist natürlich klar. Und jetzt können wir hier nochmal. Ach, naja, das Ding brauchen wir nicht, nehmen wir lieber hier. Na, mal gucken. Ha, er kann es gerne versuchen. Gucken, ob wir auch noch ein paar andere angegriffen haben. Ich glaube, da werden einige dabei sein. Ha, gewonnen. So, ich würde mal sagen, jetzt kann ich mein Video wirklich beenden und gucke mir nochmal die Flimmerkiste an und wir sehen uns dann morgen. Na, mal gucken, da wird es vielleicht später oder gar kein Video. Mal gucken. Bis dann. Tschüss.